Macht das Doping den Sport oder macht der Sport das Doping? Schauen wir mal. Denn Russland hat keine Einladung zur Olympiade-Eröffnung bekommen. Den Sportlern wurde die kalte Schulter gezeigt. War das fair? Ich glaube, das war fair, denn in diesem Fall wurde Doping sogar nicht vom Sportverein, sondern von der Regierung selbst organisiert. Hier muss man schon die Grenze ziehen. Trotz der Bekämpfungsversuche ist das Dopingproblem für alle Sportarten aktuell. Wollen Sie damit sagen, dass all diese Jahre nicht nur das russische Team, sondern auch andere Teams, private Teams wie New York Yankees, große Fußballteams wie Manchester United, dies trieben, ohne dass die Trainer es wussten? Die waren schön im Bilde. Ich will nicht sagen, dass die Regierungen das Dopingprogramm finanzierten, aber warum wurde ausgerechnet Russland zum Sündenbock gemacht? Warum sagte man 2 Stunden vor dem Olympiastart, ihr seid schlechte Jungs, ihr nahmt Doping und wir schmeißen euch raus? Dies hätte man vor 6 Monaten machen können. Ich glaube, in anderen Sportarten wie Radsport hat man eine Mannschaft und einen Arzt. Im Falle von Russland wurde Doping nicht vom Sportverein, sondern von der Regierung selbst organisiert. Diese Tatsache wurde bewiesen und wurzelt im Jahr 1983. Das ist unerhört. Sie sind sehr belesen. Sind Sie sicher, dass die Leistung durch Doping erhöht werden kann? Überhaupt nicht. Ich bin kein Medizinexperte, aber im Falle von Radsport glaube ich, dass Lance Armstrong ein Mittel zu sich nahm, das ihm mehr Sauerstoff holen half. Aber Sie nehmen doch kein Doping, Matthew. Ich nehme keins, wenn ich ins Studio gehe, aber Lance Armstrong nahm Doping gleichzeitig mit all den anderen Top 10 Radlern. Seine ganze Bezugsgruppe nimmt Doping zu sich. Aber Armstrong war der Gewinner. Die Frage ist, ob er ein besserer Dopingnehmer war als die anderen. Ihm wurden 7 Siege abgeleugnet. Ja, aber in der Armstrong-Ära wurden 7 von den Top 10 Radlern des Dopings schuldig befunden. Ich will die Doper nicht verteidigen, aber ich frage, wenn alle Doping nehmen und du 7-mal gewinnst, bist du dann der Champion? Ich bin der Meinung, dass auch im Nachhinein man des Dopings beschuldigen kann. Und die Sportvereine versuchen, Doping weltweit zu kontrollieren. Aber sobald eine Regel entsteht, entstehen auch die Umwege. Im Falle von Maria Sharapova steht es ganz klar, dass sie ein Mittel zu sich nahm, welches seit Januar verboten war. Aber ich bitte Sie, sie hatte doch Herzprobleme. Aber Alex Rodriguez von New York Yankees machte in seiner Karriere 400 Millionen Dollar dadurch, dass er den kleinen runden Ball auf dem Yankee-Stadion herumstoßt. Es hat sich für ihn doch ausgezahlt, nicht? Ob er die ganze Zeit unter Doping war, die Antwort wird noch kommen. Aber die Frage ist, ob Barry Bonds seinen Platz in der Hall of Fame verdient. Das werden wir in einer der künftigen Ausgaben diskutieren. Das war's für diese Woche. Ich bin Matthew Stevenson. Ich bin Danny Warner.